Ich wette, das kneift, kratzt, scheuert, ist viel zu warm und mindestens 3 Nummern zu klein. Aber was tut man nicht alles, um den Männern zu gefallen? Hoffentlich kommt das nicht in Mode. Ich höre Schritte. Eurydike, bist du es, meine Liebste? Du bist es, Liebste! Lass uns aufbrechen! Bald werden deine zauberhaften Augen wieder das Sonnenlicht erblicken! Hier stehen wir nun am Ufer des Styks, des finsteren Stromes, der allein uns noch von der Welt der Lebenden trennt. Nun brauchen wir eine Münze, um über den dunklen Strom zu setzen. Ich werde einfach warten, bis du sie eingeworfen hast, liebste Eurydike. Dann, oh meine Holde, werden wir endlich diesen düsteren Gefilden entfliehen. Ich bin sicher, diesmal wird es gelingen. Ich werde mich nicht umwenden, diesmal nicht! Da hängt ein Zettel dran. Bin für die nächsten 2 Jahrhunderte in Urlaub. Unterschrift? Charon. PS, Münzen bitte passend einwerfen, kein Wechselgeld. Bitte keine Jackettknöpfe, kein Spielgeld. Aha, hier bekommt man offensichtlich die Fahrkarten für das Boot. Nur noch kurze Zeit, dann sind wir den Finst... Ich habe mich schnell wieder umgezogen. Es reicht ja, wenn ich hinter Orpheus in Frauenkleidern rumlaufe. Salve, Junge. Da bist du ja wieder. Hättest du vielleicht eine Münze für mich? Und wenn ja, was für einen seltsamen Gefallen verlangst du dafür von mir? Eigentlich wollte ich dir die Münze schenken. Aber wenn du dich freiwillig für einen Botendienst anbietest, sage ich nicht nein. Du musst wissen, ich interviewe für den Epitaphius Dionys die gesammelten Helden der Totenwelt. Nur mit Sisyphos konnte ich noch nicht sprechen. Man kann einfach nicht in Ruhe mit jemandem reden, der die ganze Zeit einen Felsbrocken den Hügel hinaufrollt. Wäre schön, wenn du dagegen etwas unternimmst. Sag mir Bescheid, wenn Sisyphos bereit ist für ein Interview. Dann sollst du deine Münze bekommen. Ich muss wohl erst einen Weg finden, Hades etwas abzulenken. Der wird es kaum spaßig finden, wenn ich ihm seinen tollen Türkeil wegnehme. Der Klassiker unter den Beamten-Drinks. Lauwarmer, abgestandener Kaffee. Hallihallo, Hades! Was willst du, respektloser Wurm? Hast du eine Münze übrig für einen armen, notleidenden Bewohner deines Totenreiches? Eine Münze? Sowas haben wir hier unten gar nicht mehr. Außer für den Bootsautomaten am Styx. Und dafür gebe ich dir garantiert nichts. Mit dem Boot geht's nämlich aus der Totenwelt heraus. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du eigentlich pro Stunde, wenn du Tag und Nacht durcharbeitest? Kaffee? Ach ja, der dunkle, zähflüssige Brei in der Tasse. Dabei fällt mir ein, dass es gewisse Nebenwirkungen hat. Ich bin kurz weg.
fasse hier ja nichts an. Hallo, Hundchen. Hey, ich will nicht an deinen Napf. Und du brauchst mir nicht zu fressen. Ich bin absolut ungenießbar. Glaub mir, das sagen alle meine Freunde. So, der hält erstmal. Puh, ich danke dir. Das ist meine erste Rast seit 400 Jahren. Ich glaube, da will dir jemand Steine in den Weg legen. Wer war denn das? Hades natürlich. Wer sollte sonst auf so eine Idee kommen? Deswegen kann ich auch nicht allzu lange Pause machen. Der taucht bestimmt bald hier auf und nimmt den Keil weg. Was war denn der Stein des Anstoßes? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe einen alten Freund verärgert. Ich habe ihn aber übergenommen. Du musst wissen, Thanatos ist hauptberuflich der Tod. Das heißt, er bringt Leute ins Jenseits. Nicht nett von ihm, nicht mal bei seinen besten Kumpels eine Ausnahme zu machen. Also habe ich ihn kurzerhand betrunken gemacht, als er mich abholen wollte. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass er so humorlos reagiert. Jedenfalls meinte Hades anschließend, mich mit dieser bescheuerten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bestrafen zu müssen, damit ich nicht wieder auf dumme Gedanken komme. Was für ein fieser Kerl! Er hat wirklich ein Herz aus Stein! Hey, das ist nicht bei mich lustig. Ich finde das nicht komisch. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Du solltest das Ding loswerden, sonst wird es noch der Stein zu deinem Grab. Diese Sorge habe ich nicht so. Ich bin schon tot und kann nicht mehr sterben, du Lausebengel. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich hätte eine Bitte an dich. Ovid würde dich gern interviewen. Interesse? Du wirst bestimmt steinreich und berühmt. Man wird deinen Namen in Fels meißeln. Naja, der gute Ovid war schon mal hier. Aber ich kann mich wirklich beim Arbeiten nicht gut unterhalten. Dafür fehlt mir schlicht die Puste. Aber jetzt habe ich ja Pause. Schick ihn gleich her, dann soll er sein Interview bekommen. Ich werde diese Missstände und Ungerechtigkeiten anprangern. Ich werde Hades Gemeinheit in aller Öffentlichkeit bloßstellen. Meinst du, das wird der Grundstein einer Revolution? Ja, das könnte den Stein ins Rollen bringen. Ah, hau bloß ab, Ortsbengel, jetzt fange ich auch schon an. Ich gehe dann mal. Ich muss noch ein paar steinharte Rätsel lösen.